wir haben hier wieder einige Schulfüller und einen jungen Mann, der sie für uns testen wird. Welches Wort wirst du benutzen, um das zu schreiben? Papa? Ja, das ist auch eine gute Idee. Okay, mit welchem willst du loslegen? Mit denen. Genau, dann schieb die Füller mal am besten zur Seite. Ne? Und dann die anderen, die du benutzt hast, die packst du dann oben mit. Ne? Ja. Also unser erster ist jetzt, hältst du mal so hin, dass man ja auch gut sieht, ist der Twist von Pelika. Jetzt geht's los. Ja. Okay, na jetzt hast du dich für Mama entschieden. Dann schreib gleich Papa da unten drunter. Oh, vergessen. Ja, schreib gleich Papa unten drunter. So. Perfekt. Und? Kommst du gut mit dem Füller zurecht? Ja. So, ja. Ja. Okay. Ja? Okay, leg sie immer noch mal hin, damit man ihn sieht. So, genau, jetzt schnell. Jetzt such dir den nächsten aus. Was kommt jetzt? Den. Genau, das ist das Linkshänder-Modell von Faber-Castell. Probier mal, ob du mit der vergleichen willst. Bleibt man vielleicht bei Mama, ne? Und jetzt schreib mal, das ist jetzt eigentlich das Linkshänder-Modell. Wie kommst du damit zurecht? Mit der Linken. Ja, jetzt schreib mal. Nee, schreib mit rechts, aber hinterher sollst du mal überprüfen, ob der andere auch ganz gut schreibt. So, ja, so. Genau, und jetzt nimm mal das Rechtshändermodell dazu. Wo ist er? Hier. Genau, ja. So. Okay, ja, jetzt haben ihn alle. Genau, jetzt sieht man sie beide, siehst du? So, jetzt schreib auch mal mit dem Rechtshändermodell, ob es besser in der Hand liegt. Weißt du, der Füller ist ja sonst gleich, nur das Griffstück ist ein bisschen anders, siehst du? Liegt der besser in der Hand? Ja. Okay. Ja, das waren also die beiden von Faber-Castell. Jetzt, mit welchem machst du weiter? Den. Okay, das ist der Schulfüller von Lamy. Mit dem zurecht. Schreib gut? Ja, ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Ist gut oder nicht? Nein. Nicht so gut? Okay, dann nimm den nächsten. Da haben wir jetzt den Griffix von Pelikan. Probier mal. Ja. Kommst du mit dem gut zurecht? Ja. Okay, dann pack ihn oben hin zu dem, den wir abgearbeitet haben. So, was haben wir denn? Das ist der Pelicano von Pelikan. Wir probieren den nochmal aus. Wie findest du den? Gut. Ja? Hier sehen wir ihn nochmal, das war also der Pelicano von Pelikan. Jetzt in den nächsten. Das ist der Easy Click von Big. Jawohl. Gut? Ja. Genau. Und jetzt, was haben wir hier noch Schönes? Den. Okay, das ist der Städler-Schulfüller. Probier ihn mal aus. Na, leg ihn wieder hin, dass man ihn sieht. Wie kommst du mit dem zurecht? Schlecht. Nicht so gut? Okay, dann pack ihn da hin. Okay, jetzt kommt der ganz kleine von Mappede. So, wie liegt der in der Hand? Gut? Ja.
Gut. Ja? Und jetzt kommt noch einer von Edeka. So. Und? Leg ihn dahin, damit man ihn sieht. Wie kamst du mit dem zurecht? Gut. Okay, und jetzt machen wir mal so weiter, wie früher die Kinder geschrieben haben. Jetzt probier mal, wie du damit so, das ist die Brausepfannenfeder, siehst du? Da brauchte man immer sein Tintenfass. Und jetzt schreib mal, wie geht das damit? Damit super. Ja? Da muss ich, genau, muss ich ein bisschen flach halten. So, probier jetzt nochmal. Was sagst du dazu? Super. Ja? Ja, siehst du, so hat man früher, bevor man die Füller in der Schule haben die Kinder immer mit der Feder geschrieben und mussten dann natürlich hier immer ins Tintenfass eintauchen. Boah, mach's mal schnell wieder zu, nicht, dass es uns hier noch umkippt. Das war früher immer das Problem bei den Tintenfässern. Kannst du dir vorstellen, ne? Dass sie irgendwie vom Tisch fielen. Okay, ja, dann bedanke ich mich bei dir für diesen kleinen Füllhalter-Test. Hat es denn jedenfalls ein bisschen Spaß gemacht? Ja. Genau. Und wie findest du mit dem Füllhalter schreiben, was ist besser? Mit Füllstiften, Gelschreibern oder mit dem Füller? Was ist am... Füller. Ja, findest du am... Genau. Also würdest du auch sagen, Kinder sollten möglichst früh in der Schule mit dem Füller schreiben. Ja? Okay, ja, dann bedanke ich mich bei dir. Sagst du noch schnell Tschüss. Tschüss.